Und heute mal ohne Zollgebühren. Herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Ich packe heute für euch die neue Artsnacks-Box aus. Das ist die Artsnacks-Box vom Februar und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben hier einmal das Artsnacks Plus Menü, das packen wir erstmal zur Seite. Und wir haben das Artsnacks Menü, da gucken wir auch gleich drauf. Wir haben einen Block mit 50 Blättern Markerpapier von Speedball. Das ist auf jeden Fall ein Papier, was für Marker gemacht ist. Und das ist ein nicht durchblutendes, durchscheinendes Papier. Man kann es für Alkoholmarker und für Aquamarker benutzen. Das finde ich richtig cool. Und es hat halt eben eine weiche Oberfläche und ist exzellent für zum Farbenblenden und ja, Töne aufeinander schichten, also Layer aufeinander bauen. Und diese 50 Papiere, also wenn ihr euch das mal anschaut, wie dünn das ist. Ja, hier sind 50 Blätter drauf. Werde ich direkt neugierig und möchte mal reinschauen. Echt gespannt, ob das jetzt das perfekte Markerpapier ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr dünn. Schaut mal, man sieht sogar, könnt ihr das sehen? Also man könnte theoretisch durchschauen. Also es ist wirklich sehr, sehr durchscheinend. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Das probieren wir auf jeden Fall sofort aus. Professional Brush, Point Professional von Pigma. 3 Stifte, einmal in Fine, Medium und Bold. Ach, die sind von Sakura. Hab ich gar nicht gelesen. Doch, da steht es ja sogar, Sakura. Sehr gut, davon sind die Microns auch. Die kennt ja eigentlich jeder mittlerweile. Und die haben anscheinend die gleiche Tinte wie auch die Microns drin. Das heißt, sie sind wasserfest. Den Artsnack. Irgendwas saurer Apfel. Und dann schauen wir mal, was in dieser kleinen süßen Verpackung ist. Das ist immer ganz nett. Das ist übrigens das, was auch in der auf den Artsnacks sozusagen generell immer drin ist. Copic Chow Marker mit einer Keilspitze und mit einer feinen Spitze in einem Lindgrün. Aber mich wundert es ein bisschen, dass die Spitze so klar ist. Ist das ein Blenderstift? Nee, es ist ein grüner Stift, aber wahrscheinlich ist er dann etwas transparent. Da bin ich sehr gespannt. Das sind auf jeden Fall Alkoholmarker. Mignoette ist also der Farbton und hier haben wir Buttercup Yellow, einen Blauton. Der nennt sich Phthalo Blue. Eine interessante Mischung. Und zwar haben wir 3 Copic Chow Markers. Da kostet jeder oder einzeln kosten die $5,49. Also man muss wissen, die Copic Chow, also die Copic Marker an sich sind sehr, sehr teure Marker. Das sind die professionellen Alkoholmarker, die es auf dem Markt gibt. Und dementsprechend bin ich da total begeistert drüber, dass ich mal wieder Copics in der Box habe. Dann haben wir dieses Mal einen süßen Brezel in einem sehr netten Herzchen-Design. Ist ja Februar, der Monat der Liebe. Und wir haben ein Art Graphic Twin RB und F. Wahrscheinlich die unterschiedlichen Spitzen. Das ist auf jeden Fall wasserbasierte Tinte für $5,56. Und das ist halt eben zum Malen und zum Lettern gedacht. Und wir haben einen Pentel Hybrid Technik 0,5 mm Pentel Gel Pen. Ja, wie ich sagte, der kostet €3,20. Ich weiß nicht, warum der Hybrid Technik Gel Pen ist. Ach so. Oh, jetzt weiß ich es. Also es ist ein Gelpen, weil er nämlich ein, ja, wie so ein Tintenroller funktioniert. Deswegen. Also deswegen bekommt man auch immer eine kontinuierliche Linie. Das macht das Ganze natürlich wesentlich besser als die Gelstifte, wo man einfach hoffen muss, dass ständig Gel daraus fließt. Also
zuverlässiger. Dazu muss man jetzt einfach wissen, die Box kommt ja aus Amerika und eigentlich steht auf der Internetseite Shipping US Only. Ich wohne nicht in den USA, sondern in Deutschland und dementsprechend, es erreichte mich also auch. Also nur Mut, versucht es. Letztes Mal habe ich Zollgebühren bezahlt, dieses Mal nicht. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal swatchen. Also das ist wirklich das dünnste Markerpapier, was ich gesehen habe. Also zumindest das, was ich habe. Ich habe ja diverse Markerpapiere mittlerweile zum Ausprobieren. Okay, wir bleiben mal im Februar und machen mal... So ist hier so ein Strich drauf. Okay, wir wissen es nicht. Wir malen einfach drüber. Ah, okay, hier muss der Stift erstmal ein bisschen aktiviert werden. Habt ihr das gesehen? Er hat jetzt am Anfang so ein bisschen rumgeschmiert bzw. rumgezickt. Aber jetzt fließt er. Ich meine, ne, wenn er jetzt die ganze Zeit gereist ist, dann ist das doch verständlich, dass die Tinte erstmal ins Rollen kommen muss. Aber jetzt... fließt die. Ja, ein bisschen schade ist, dass ich kein Rot dabei habe, aber ich denke mal, dass man mit den Farben auch durchaus was kreieren kann. Ich habe übrigens gesehen, dass die Farben teilweise random sind. Das heißt, dass nicht jeder die gleichen Farben hat. Das finde ich persönlich ganz gut, weil so sind dann auch die Kunstwerke, die daraus entstehen, immer mal ein bisschen anders. Das ist also der feine. Oh, sehr schöne, weiche Spitze. Peacock Blue. Also Faunfeder Blau. Begeistert, begeistert, begeistert. Geht auch nicht durch. Jetzt wird's spannend. Ich bin sehr aufgeregt. Gucken wir uns erstmal den Fineliner an. Oh. Ah. Es ist gar kein Feiner. Das ist eine Brushspitze. Das habe ich gar nicht erkannt. Steht hier auch drauf. Super Brush. Ja, wer lesen kann und so. So, jetzt streicht die Sekunde, die Stunde der Wahrheit. Es blutet nicht durch. Ihr seht das gar nicht, ne? Schaut mal. Es ist transparent, ja, aber es blutet nicht durch. Toll. Das ist doch schon mal was. Damit kann man arbeiten. So, ich habe jetzt erstmal ein bisschen gedudelt und geswatcht und ausprobiert. Und ich muss sagen, die Stifte in der Kombination gefallen mir echt total gut. Was gibt es zu den einzelnen Stiften zu sagen? Der Pentel Arts Hybrid Technik Stift, der ist wirklich klasse. Das Problem ist nur, er ist relativ zuverlässig, wenn man ihn häufig benutzt. Das bedeutet also, wenn er jetzt einen Tag liegt, muss er erst noch aktiviert werden, weil sonst kommt es zu diesen stoppigen Linien, also unterbrochenen Linien. Was sage ich denn für einen Quatsch? Also er muss erstmal aktiviert werden. Diese kleine Kugel, die da drin ist, funktioniert wie ein Kugelschreiber. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was darüber zu meckern ist. Der Tintenfluss ist ansonsten relativ konstant. Also der ist schon mal top zu gebrauchen und auch die Größe von dem Stift, also der Minendurchmesser, ist für feine Arbeiten richtig klasse. Die drei Kalligraphiestifte sind auch richtig klasse. Ich bin nicht der Lettering-Mensch. Ich habe das mal eine Zeit lang versucht und wenn ich Karten bastel, dann mache ich da auch schon mal einen schönen Spruch drauf. Aber dass ich das jetzt in irgendeinem Kunstwerk verwenden würde, wüsste ich jetzt nicht. Also zumindest jetzt aktuell nicht. Aber es ist ein sehr satter Schwarzton. Und da bin ich echt am Überlegen, ob ich vielleicht als Hintergrund von meiner Figur so eine kleine Raumschifftür male, damit ich damit auch noch mal ein bisschen punkten kann. Mal schauen. Die sind auf jeden Fall sehr farbintensiv, aber das kennt man eigentlich von Pigma. Die Tinte, die da drin ist, ist total klasse. Da mag ich nicht drüber meckern. Die drei Alkoholmarker
sind richtig gut farblich aufeinander abgestimmt. Ich habe hier versucht, die Farben zu blenden. Das funktioniert auf jeden Fall. Hier bei dem Grün und dem Gelb geht es ein bisschen besser. Die Pigma-Stifte müssen, beziehungsweise ich habe es jetzt noch gar nicht ausprobiert, das hat jetzt einen Tag getrocknet. Nein, also die sind nicht alkoholfest. Ja, also ich kann sie jetzt nicht als Outlines benutzen. Ich kann sie nur hinterher benutzen, aber das ist ja nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal, ob der Gelstift alkoholfest ist und auch der. Also ihr seht, der Stift ist wieder grün. Nein, auch der Gelstift ist nicht dafür da, dass man ihn vorher als Outline benutzt, sondern erst hinterher, wenn man quasi die Outlines ja als Finish oder als letzte Arbeit macht. Ist aber auch nicht schlimm, da weiß man ja mit umzugehen. Die Farben, wie gesagt, sind super aufeinander abgestimmt. Und was das Highlight noch bei dieser Box ist, das ist einfach dieser Stift von Zig. Und zwar ist das ein wasserbasierter Tintenstift, der mit einer Brushspitze, also eine richtig echte Pinselspitze versehen ist. Ihr seht, der geht richtig auseinander wie ein Pinsel. Das ist richtig klasse. Der ist super farbintensiv und er ist aquarellierbar. Sogar auf diesem Papier. Das finde ich großartig. Und die Farbe, die hier ja drin steckt, die kann man recht gut hiermit kombinieren, sodass man hier auch noch ein paar Schatten mit einbringen kann. Das habe ich tatsächlich ja in der Aquarelliertechnik gemacht. Ich habe quasi Stiftfarbe auf den Wassertankpinsel genommen und habe quasi hiermit erstmal einen leichten Verlauf reingemalt. Dann bin ich nochmal mit dem Stift reingegangen und habe das Ganze verwischt. Und das Papier hat das sogar auch mitgemacht. Also es ist nicht großartig durchgegangen. Also zwar hier durchgegangen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, sieht man. Aber nicht auf die andere Seite. Das Papier ist zwar jetzt hier minimal wellig, aber ich glaube auch, weil ich da mit dem Gelstift drüber gegangen bin. Aber das kann ich tatsächlich verkraften. Mittlerweile, man lernt ja auch, weiß ich, dass Alkoholpapier oder Markerpapier durchaus auf die andere Seite durchdrückt, aber nicht durch kompletten Block durch, sondern nur auf die Rückseite. Und das ist ja auch okay. Also ja, ich bin sehr zufrieden. Und ich glaube, dass ich dieses kleine Männchen nochmal in größer malen werde. Ich habe so ein bisschen rumgedudelt und geschaut, was ich machen kann. Da habe ich als erstes eine Katze gezeichnet. Das war ja auch schwierig, eine Challenge, die Farben irgendwie zu kombinieren. Und da fiel mir sofort ein Alien ein. Natürlich muss das eine Alien-Katze sein. Und ich finde den ganz süß, den kleinen Kerl. Und den werde ich nochmal in ein bisschen größer umsetzen und wünsche euch ganz viel Spaß, mir dabei zuzuschauen.
bin verliebt in meiner kleinen Marskatze, Alienkatze. Keine Ahnung, ob auf dem Mars auch diese Katzen leben. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Ich finde, die sieht ganz süß aus und ich mag auch diesen Look von diesem, ja, Aquarellmäßigen. Das Papier hat sich durch diese große Fläche deutlich gewellt, aber ich gehe mal davon aus, dass ich das, wenn ich das ein bisschen drücke, unter einem Buchlager, dass das dann auch ein bisschen platter wird. Vielleicht bügele ich auch eventuell einmal drüber. Aber ansonsten finde ich, das Papier hat das ganz gut mitgemacht und die Alkoholmarker haben sich darauf auch recht gut verhalten. Was natürlich klar ist, ich habe dadurch, dass ja hier so eine dünne Lage ist und ich nicht alle Papiere darunter durchdrücken wollte, habe ich jetzt erstmal ein Blatt Papier dazwischen gelegt, beziehungsweise zwei. Und wenn man sich das hier so anschaut, hat sich das mit dem Durchbluten auch sehr in Grenzen gehalten. Natürlich geht es durch und das mit der Aquarellfarbe oder mit der Wasserfarbe sogar noch ein bisschen mehr als ja die Alkoholmarker. Aber wie gesagt, dass es durchscheinend ist, ich könnte mir vorstellen, wenn man dieses Papier mit einer etwas dickeren Stärke anbieten würde, würde sogar die Rückseite nicht durchgehen. Aber das ist wahrscheinlich auch schwierig, sowas herzustellen, dass man so ein gutes, glattes Papier hat, wo die Marker sich darauf verhalten, wie sie sollen. Und das dann in dicker herzustellen, ist wahrscheinlich auch richtig teuer. Und deswegen ist das okay, dass das jetzt so ein dünnes Papier ist. Und wie gesagt, sowas würde man sich ja dann eh irgendwo aufziehen und einrahmen oder wie auch immer, was man damit so macht. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Mir hat diese Box total viel Spaß gemacht. Ich sag mal, Art Snacks. Ja, ich finde, das war eine richtig coole Box und die Art Supplies, die da drin waren, sind auf jeden Fall auch sehr zu gebrauchen und die werde ich auch noch häufiger gebrauchen. Die Pigma Kalligraphie Brushes sind jetzt sehr pigmentiert, wobei ich jetzt persönlich da jetzt keine Kalligraphie mitmachen werde. Aber das heißt ja nicht, dass man die nicht gebrauchen kann. Hier sowas, natürlich habe ich das jetzt zusätzlich benutzt und auch einen weißen Posca Marker, um die Sterne hier drauf zu machen. Mir fällt gerade ein, hier habe ich auch noch was vergessen. Ich wollte eigentlich noch hier so einen netten Lichtpunkt drauf machen. So wie sich das für ein Katzenalien-Auge gehört. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann lasst mir doch gerne ein Like da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht schon habt. Falls ja, dann auf jeden Fall ganz lieben Dank dafür. Das unterstützt mich sehr und ja, der Kanal darf weiter wachsen. Ich sag dann einfach bis zum nächsten Mal. Ciao!